So, alles gut. Alles perfekt. Ich bin free from trouble. 3, 2, 1, time to get pee. Nee, warte, wie? Willkommen zurück bei Tobias Freunden. Wir waren heilen. Wir haben letzte Folge unsere Viecher entwickelt. Und diese Folge wollen wir, damit wir den EP-Teiler bekommen, noch 20 Pokémon fangen, was wir wahrscheinlich nicht tun werden, aber wir können es probieren. Ich glaube, das erste Ziel war die Safari-Zone, oder? Wir können hier auch angeln. Ja. Wie du siehst, gibt es hier Wasser. Aber habe ich die Angel schon? Du hast die Super-Angel. Die Super-Angel, ja, tatsächlich. Gut. Ja, hier gibt es Wasser. Sollen wir gleich hier anfangen? Mehr gibt es ja hier nicht, ne? Safari-Zone ist ja das was Eigenes. Genau. Da geht's hinaus. Gut, dann werde ich mal hier die Angel benutzen. ITI, super Angel. Los geht's. Und selbst wenn es nur Carpador ist, haben wir den vom Teller. Nicht einmal einen alten Stiefel, ja. Dann kommt er auf den Teller. Was glaubst du denn? Ja. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich Angeln in Videospielen hasse? Ja, ich liebe es. Ich hasse es. Obwohl hier Generation 1 Angeln, dass du kein Select-Item festlegen kannst. Ätzend. Da, es geht los! Was ist es? Ist es Zapdos? Commodore! Gut, ich würde sagen, ich werfe den Ball einfach, oder? Ja. Superball, und ich muss Superbälle kaufen gehen, bevor wir weitermachen. Oh, ja. was? Oh nein, es macht Platscher. Einfach bloß nicht angreifen. Ja, bloß nicht angreifen. Aber Pokebälle hast du noch. Ich glaube nicht. Die hatte ich alle verkauft. Oh oh. So, ich habe nur Princess, die ihn verwirren kann, aber es bringt ja nichts. Doch, mach's mal. Weil wenn er sich selbst haut und bis auf Hälfte runterkriegt, dann ist die. Weil Platscher kann ja auch. Komm, hau dich. Shit. Das ist eigentlich das Optimale für uns gerade. Genau, einfach ein paar Moves machen, die nichts bringen. Ach, come on. Yes. Yes. Ah, das ist doch gut. Nochmal selbst, und das sollte vielleicht reichen. Ich muss ihn nochmal platschen. Nochmal konfusieren. Ja, platsche ihn. Ich hätte nicht gedacht, dass uns das Viech so viel Stress macht. Ja. Ja, in dem Fall wäre, glaube ich, Pokéball besser gewesen. Er ist nicht mehr verwirrt. Alter. Habe ich noch ein AP? Plus? Ich hoffe. Ein Äther? Äther, ja, genau. Ein Äther. Weiß ich nicht, wenn du die nicht verkauft. Ja, jetzt, das gibt's so. Doch nicht, Alter. Das ist das Carpador mit der höchsten Konzentration. Einmal! Come on. Einmal! Alter, ich krieg's kotzen. Danke. Yes, komm ins Gelbe, yes. Und Ball. Alter. Please. Yes. Yes. Nenn ihn Mindfreak. Das mal darfst du vorlesen. Carpador, Bitch. Man sollte niemals große Hoffnung auf Carpador setzen. Dieses Pokémon ist sehr unzuverlässig. Ja, selbst wenn du es fangen willst, klappt's nicht. Destroyer? Destructor. Destructor. Weil er nichts kann. Gut, dann war das Fuchsia. Jetzt gehe ich in die Safari zu. Du könntest auch erstmal die Angelrouten alle abgraben. Ich gehe erst in die Safari zu. Okay. Das ist nicht die Safari zu. Wo ist denn die Safari-Zone? Muss ich da... Da musst du schneidern? Ich kann einfach außen rum gehen. Oder draußen drum gehen. Ach, das Zoodorf. Ja.
So. Der Rico. 500 Pokédollar. So, jetzt ganz doll aufpassen. Das Schwierige ist, der Safari-Ball funktioniert wie ein Hyperball. Ja. So viel ins Gras wie möglich. So, das könnte ich fangen. Rino. Das könnte ich fangen. So, wie funktioniert denn das hier? Ist das, Das ist, glaube ich, komplett random. Bei Köder bleibt er und ist leichter zu fangen. Oder kann wegrennen. Bei Stein ist er angepisst, ist leichter zu fangen. Oder rennt weg. Ich habe keine Ahnung. Ja, an sich, das ja, das war jetzt meine Chance hier, oder? Na, wir wollten es so machen, wenn jetzt Nidorino hier nochmal wiederkehrt, kannst du es nochmal probieren. Okay. So haben wir das gesagt. Aber wie gesagt, du hast eine Schrittbegrenzung. Ja, das ist ein Nidoran, das darf ich in dir sowieso nicht sagen. Einfach weg. Und tschüss. Gehen. Also ich würde immer in Richtung nächste Zone gehen. Ja, ich weiß aber nicht, wo die Richtung ist. Ich glaube rechts. Ein Parasek. Der ist auch nope. Mhm. Wir müssen jetzt Nidorino. Wir sind locked on Nidorino. Wir sind Monster Hunter. Komm, Nidorino. Ja. Nope. Alles, der alles super. Ja. Und nächste Zone. Gut. Hier haben wir eine Chance auf ein anderes. Warum sich noch? Ein Nidorina. Warte mal. Weiblich. Das habe ich nicht gefangen. Das hast du noch nicht gefangen. Ich muss es fangen. Ja. Aber immerhin, es ist schon 29. Mhm. Werf einfach. Einfach werfen. Einfach werfen. Safari ist einfach bloß Lackzone hoch 3. Okay. Das geht aber ganz schön schnell raus aus den Bällen. Ja. Oh. Scheiß Fisch. Ja, ich würd Kurs auf nächste Route nehmen. Ja. Ein männlich ist das. Das darf ich nicht. So, nächste Route ist hier, ne? Dieser. Sicherlich nach oben. Ja, geh mal da lang. Mhm. Items auch erstmal ignorieren. Achso. Jetzt, wo du den Schritt gemacht hast. Ja. Das war cool, darf ich aber nicht. Ja. Darf ich nicht. Bis jetzt war der First Encounter noch nichts Bahnbrechendes gewesen. Die Queen, ja. Nächste Zone. What is it? Oh, gleich im ersten Gras. Ja. Das gilt nicht, ja, weil habe ich ja schon. Haben wir schon. What is it? Wow, okay. Was könnte das sein werden? Köder. Wow, okay. Was? Ich habe es verfehlt. Ich habe es schon wieder verfehlt. Was? Was ist das für ein Bullshit? Und schon wieder. Alter, was? Ich hasse dieses fucking Pokémon RNG. Du hast Zufall, dass es wegrennt bei Köder. Du hast Zufall, dass es wegrennt bei Stein. Du hast auch Zufall bei dem Pokéball, dass es ausbricht. Und dass du es verfehlst. Was für ein Bullshit ist das? Ja, aber das? Du hast ja hier eigentlich gar keine Chance, was zu fangen. Also das war jetzt nicht wirklich Zufall. Das sah schon eher so aus, als wäre das was gewesen. Ja, aber wie hättest du es jetzt beeinflussen können? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Köder hattest du ja geworfen gehabt. Ja. Ist das jetzt wieder ein neues Gebiet oder ist das ein altes Gebiet? Ich glaube, das ist ein neues.
Leben. Ich brauche Gras. Guck mal, ob ich überhaupt was krieg. Oh. Ja, Safari-Zone ist echt hart. Gut, dass wir die Regel gemacht haben, weil das... Das wäre ja sonst gar nichts geworden. Okay. Dich kann ich versuchen. Nimm diesen Köder. Der hat auch ein relativ niedriges Level, was es ein bisschen einfacher machen könnte. Wenn wir nur eins fangen. Oh, yes, Tragosso. Okay, aber damit ist mein Run jetzt auch abgeschlossen, ne? Weil ich hab's ja jetzt, ich hab jetzt ein Viech gefangen. Tragosso, einsam. Tragosso trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein trauriges Weinen halt darin wider. Willst du Tragosso einen Spitznamen geben? Ja. Ich hatte das so formuliert, dass jede Zone quasi eine neue Route ist. Also, du könntest theoretisch... Du könntest theoretisch... noch woanders eins fangen. Okay. Wenn du das möchtest. Also wenn du sagst, es ist ein bisschen too much... Ich könnte hier angeln. Dann nicht. Ist das nicht das Haus, wo ich hin musste? Nee, das ist ganz am Ende. Da kommst du meistens, wenn du die Route nicht kennst, nicht... Ja, hier müsste ich drüber surfen eigentlich. Was ich aber gar nicht kann. Ah, das kann sein. Ja, ich glaube, hier braucht es da einige TMs. VMs. Bin ja, da müsste ich da drüber surfen, was ich noch nicht kann. Gut, dann gehe ich mal hier rüber. Das ist aber jetzt wieder ein altes Gebiet, oder? Doch, ja, das ist ein altes Gebiet. Das ist der Anfang. Ja? Ja. Das ist der Anfang. Ja, ich würde einfach nichts weiter fangen. Okay, dann bleibt. Naja, für mich ist es ein Win, dass wir das eins gekriegt haben. Das ist ein altes Gebiet, das ist ein altes Gebiet. Aber es ist, eine andere Zone von diesem alten Gebiet. Ja. Nein, das passt schon. Oh, ich bin völlig zufrieden. Ja. Mit dem einen Catch bin ich völlig zufrieden. Ich hätte mir ja mal die Map aufmachen können von der Zone. Da ich hier dann eh später nochmal hinkommen muss, kann ich wenigstens ein paar Items mitnehmen. Top Beleber. Brauche ich eh nicht. Money. Okay. Damit hat sich das. Toll, Map gibt's nicht wirklich. Areal 1, Areal 2. Einfach bloß eine Liste, was für Pokémon in welchem Areal gibt. Tja. Ding dong, das war's schon. Ich glaube, du hättest auch keins weiteres gefangen. Ja. Gut. Dann gehe ich aber trotzdem mal in den Markt und kaufe Superbälle, weil ich keine mehr habe. Ja. Genau. Das ist echt gut. Ich will kaufen sie. Ja, Hyperbälle kann ich kaufen, aber Superbälle sind eh besser. Ja, Superbälle. Ja, aber ja. Hypertränke. Oh ja, Hypertrank ist. Aber bei Tränken definitiv nicht die Schwächeren verkaufen. Okay. Weil manchmal musst du auch mal weniger heilen und dann ist es einfach bloß Geldverschwendung, da einen Hypertrank drauf zu ballern. Ja, jetzt habe ich erstmal ein paar Hypertränke. Hyperheiler, der heilt alle Status, ne? Hyperschutz will ich nicht. Gut, Kauf. Fluchtseil brauche ich noch, obwohl ich Dings habe. Superangel, Superballkalzium. Die ist diese Raserei, die will ich nicht. Top-Beleber kannst du wegholen. Boah, dass sich das immer am die Liste, dass sich das immer nach oben feuert. User in your face. Ja. So. Gut. Dann Vertania City hast du gesagt. Ja, Vertania City kannst du auch nochmal angeln. City. Ah, guck mal. Nee, doch nicht. Ich habe mich gerade ein bisschen gefreut, weil ich sehe hier ein Omord in Areal 3, aber das ist nur für Rot und Blau. Hm. Falls du dich fragst, warum ich jetzt hierher gegangen bin, okay, das ist immer noch Alabas. Manchmal muss ich die Informationen, die du mir gibst, nochmal überprüfen. Testen, ja, ja. Ja, es gibt vier Areale und ich glaube, wir haben alle vier. Hier gibt's Areale. Wasser, meinst du? Links. Links.
Tada, tatsächlich. Item. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal 15 Carpadore fangen. Obwohl, mit Superangel ist die Chance für andere höher. Hm. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Das ist ein Quapsel. Ein Quapsel! Aber ich schlaf doch ein! Wir werden sehen. Und Glubsch hat so große Augen! Ja! So ein großes Ich werfe lieber den Ball, schnell. Bevor er einschläft. Ja. Ja. Verdammt! Selbe Strategie? Ja. Ist eine recht okaye Strategie für unterlevelte Pokémon. Aber ich habe nur noch einen Konfusstrahl. Du warst nicht heilen. Ich war nicht heilen. Dödö. Ja gut, aber dafür habe ich genug Bälle. Diesmal. Es hat geklappt! Wunderbar, wir haben ein Quapsel. Mhm. Meine Damen und Herren, wir haben ein Quapsel. Quapsel, Kaulquappe. Dieses Pokémon kann sehr schlecht laufen. Sein Bauchmuster ist unterschiedlich, je nach Region. Ich weiß auch, dass wir all die Pokémon, die wir jetzt fangen, die musst du alle zeichnen. Ja, ich freue mich drauf. Wie nennen wir dich denn? Ulf. Also dein Quappo damals hieß Xena. Xena, herrlich. Ja. Jetzt heißt es Ulf. Ich das mag Ulf. Das Quapsel. So, ich geh jetzt erstmal heilen. Dann kannst du schon mal sagen, das? Welche Stadt die nächste ist. Ja, Marmoria skippen wir, weil das ist unsere Fossilstadt. Mhm. Nee, Quatsch, das Fossil, das klingt nicht. Mhm. Mhm. Da haben wir. Ich will Dugtrio. Da würden wir nur den Bernstein bekommen. Und du kannst definitiv nach Marmoria und mal in den. Wir haben ja Zerschneider jetzt. Mhm. Da kannst du dir auf jeden Fall den Bernstein abholen. Und dann kann ich ihn in hier Pyrosstadt auf der Insel. Zinnoba-Insel, genau. Das glaub ich. Da kann ich ihn dann befreien, sozusagen. Genau. Ja. Marmoria City hat sowieso kein Wasser. Dann hätten wir. Genau da. So, Sylvie, bitte zerschneide mir dieses Geäst. So, da ist es. Da ist es. Ja. Ja, Eisbernstein. Vielen Dank. Aerodactyl. So, wir haben Azuria City noch. Ja. Weil Glumanda habe ich ja. Ich habe ja das Bisasamen nicht bekommen können, was es dort 24. Gab. Ich glaube, es gab das Bisasamen dann. Ja, Bisasam wäre in Azuria gewesen. Hoch. Du musst durch ein Haus auf den Hinterhof und da kannst du dann angeln. Alles klar. Das da. Nee, zurück. Das. Nein. Das da. Achso, ja. Das da. Aber da ist doch nichts. Hab doch gar nichts. Siehst du? Ach, das ist gebüscht? Oh oh. Das ist aber das einzige Wasser, was an Azuria angeht. Ja, dann kann ich hier wohl nicht angeln. Ja, wenn ich hier rausgehe, dann kann ich auch nicht angeln. Ja, das. Und die Nuggetbrücke fängt und auch an, bevor ich. Ja. Und wenn. Nope. Dann nicht. Nope für die Nopstens. Dann ist das nächste Onania City. Onanierung City. Ja, da ist so viel Wasser. Ja. Fliege! Ja, das macht sogar Sinn, ne, wenn da alle Leute onanieren. Das ist da viel. Du bist ja eklig. So hab ich das nicht gemeint. Nein. Ach, guck mal, hier hättest du die normale Angel auch bekommen. Ach, guck an. Prismania gibt's das auch Eck. Wasser, oder? Ich da zuerst bin. Ich bin doch gerade noch nicht. Aber Prismania habe ich Evoli gekriegt. Ah, da darf ich nicht. Ja, okay. Da hast du Evoli gekriegt. Fliege.
Genau. Oranien. Oranien hätten wir schicke kriegen können, was wir aber auch nicht kriegen können, weil Haven ein Korps ist. Eine Korps. Ein Leiche. Ein Fleiche ist der. So. Super Armee. Okay. Okay. Ah, hier musst du mal ein bisschen drauf achten. Okay, du hast schon gar nicht. Es gibt hier zwei Bereiche, Hafenbereich und halt normaler. Ein Tentacher. Ja. Du hättest im Hafenbereich deinen Sternschuh aufbekommen können. Nein! Nein, Scheiße! Ja gut, das hätte aber auch was anderes werden können. Ja. Ja gut, dann werfe ich halt einfach den Ball, wenn du so bist. Mich ärgert's, dass in Rot und Blau nur Krabbi gibt. Ich will einen fucking Krabbi. Ach nee. Das macht ja gar nichts. Kofus. Wollte gerade sagen, im Fanclub hättest du dein Habitat gegen Porenta tauschen können. Aber ist auch nur in Rot und Blau. Yes. Der ist schon ein bisschen schwieriger, ne? Ja. Der ist Level 20. Ja, ja. Ich möchte es gerne. Aber der Toxa ist auch ziemlich gut. Wassergift? Mann, Mann, Mann. Ich möchte es gerne ins Gelbe bekommen. Yellow is our color. Oh, das hätte ich. Vielleicht könnte ich das Ding auch einfach direkt angreifen. Ja? Den hätte. Wollte gerade sagen. Warum ist er eigentlich hier? Der ist ja gar nicht so niedrig. Hä? Und hier kann ich sogar Giftstrafe. Guck mal, das macht gar nichts. Ja, guck mal, es hat gelangt. Item. Superball, bitte. Jawohl. Als ich die Idee mal hatte. Achso, jetzt kommt erstmal der Poroldex. Danach hat sie nicht mal meine Idee. Tentacher, Koale. Findet mal ein schwaches Tentacher am Strand und tritt drauf, wirft es ins Meer zurück, so wird es wieder topfit. Ja. Möchtest du Tentacher einen Spitznamen geben? Und zwar. Julie. Ich glaube mit A schreibt man Julian. Oder mit E, ja. Schreibt ihr mit E, ne? Julian. Ich weiß nicht, welchen. Wen meinst du? Julian Smith! I made this for you! Das ist, glaube ich, mit einem A. Ah, jetzt ist zu spät. So, gibt's noch eine Stadt? Lass mich kurz prüfen. Eine Stelle. Wir haben noch offen Lavandia und Safronia. Und Fuchsia? Fuchsia haben wir doch was gefangen. Fuchsia haben wir was gefangen? Haben wir da nicht gefangen? Da haben wir Carpador gefangen. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Hast du Carpador nicht aufgeschrieben? Wie hast du den genannt? Destructor. Den habe ich auf 17 eingeschrieben. Ich Forst. Ich hab den offen. So. Oh nein. Ich kann sogar nach Safronia City fliegen. Dann könnte ich da tatsächlich noch was fangen. Gibt's da irgendwas anderes? Cooles in Safronia City? Überfordere mich hier nicht. Ich vergesse immer, dass du zu wenig Arm hast. Ja. Ich weiß nicht, ob du überhaupt was in Safronia fangen kannst, wassermäßig. Ich glaube, da gab's kein Wasser. Nee. Außer da gibt's halt aber eine N. Ja. Da gibt's halt nur die Arena. Gut, die kommen wir eh gerade nicht rein, weil wir das machen. Wir könnten die Dojo machen. Und sonst. Guck mal, das ist schon die Route. In Safronia können wir nichts fangen. Ich glaube, in Safronia kannst du, glaube ich, was tauschen maximal. Na so. Ja, wenn tauschen ist ja kein Fang. Du bekommst aber ein Pokémon. Mhm. Aber wie es aussieht. Nee. Kannst auch nicht tauschen. Ja. Okay. Hier gibt's gar nichts. Dann war's das, hm? Können wir Safronia auch streichen?
Lavandia war ja auch... Psychokinese! Oh, holy shit! Ich glaube, Lavandia war auch nichts gewesen. Nur Princess. Wer weiß, vielleicht was... Gegen Kampf wäre das ja gut, ne? Aber Princess ist so schon gegen Kampf gar nicht schlecht, oder? Kampf macht doch gegen Geist auch nichts, oder? Gut, aber gegen Gift. Nur, es ist, Geist ist immun nur gegen... Normal. Normal. Bei Kampf weiß nicht. Ja, war auch ich das heb's Kampf. Mir mal noch auf. Ja. So, aber du sagst, die Kampfarena wäre jetzt das nächste. Ja. Gut, dann mach ich die mal. Wenn ich das überhaupt kann. Das hier ist die kleine Arena, genau. Gut. Ja. Na dann, würde ich sagen, legen wir mal los, ne? Ja, lass dich verprügeln. Genau. So, Marmoria geht auch nicht mehr. Gegen Titus. Option. Genau. Hier kannst du Titus schön trainieren. Soll ich mal was sagen? Wir haben 34 Pokémon inzwischen. Oh. Dann nur noch 16. Nur noch 60. Und ich habe mittlerweile auch überhaupt keine Angst mehr, dass wir diesen Nuzlocke nicht mehr schaffen. Ich habe ein bisschen Angst vor den Top 4. Ja gut, die sind heftig. Die sind echt heftig. Weil du brauchst bloß ein bisschen unaufmerksam sein und einer stirbt dir weg. Was ist das? Ja, ja, erhöhte Volltrefferquote. Weil wir trainieren ja quasi nur unser Team. Mhm. Und alles andere in der Box ist untrainiert. Ja. Und wenn wir vor den Top 4 stehen, können wir es vergessen, einen zweiten Versuch zu starten. Ja. Weil wir nicht grinden. Hier. So, ich scoute mal aus, was der kann. Gebe meinem Titus einen Supertrank. Der kann auch Karateschlag. Energiefokus. Das ist gefährlich. Was macht das? Erhöht die Volltrefferchance. Okay. Und er ist 31. Ja. Und hat nicht mal einen Volltreffer gelandet. Sehr gut. Aber ich habe jetzt Fliegen gemacht. Und das hat ihn komplett zerstört. Das ist doch gut. Sehr fein. Rassaf. Rassaf hat im neuen Spiel eine Entwicklung. Okay. So, in diesem Falle würde ich aber tatsächlich wieder auf Sylvie steigen. Ja. Sylvie musste Flügelschlag beibringen. Oh nein, er macht Wasser rein. Das ist nicht gut. Ja. Ich muss ihn so schnell wie möglich zerstören. Was gut aussieht. Mhm. Sylvie. Ein Hallo. Sylvie ist mit dem Flugtypus nochmal geschützter. Aha. Und ist einige Level höher. Kampf. Kampf, Geist. Ach doch, Geist ist auch immun gegen Kampf. Ich habe andersrum geguckt. Ich mal ausprobieren, wie das läuft. Aber Geist ist super effektiv gegen Geist. Geist ist super effektiv gegen Geist? Ja. Gut. Das wussten wir aber, weil wir den Turm... Kann ich das vielleicht gegen, wie heißt sie, Agathe? Ja. Aber sie denn auch. Schauen wir mal, Fußkick. Keine Wirkung. Perfekt. Ja, also... Ich glaube, das war auch... Das war auch immer in den ersten Generationen die Strategie gewesen, halt Lavandia Geist fangen und dann Saffronia platt machen mit dem Geist. Ja, aber gut, die Arena, die wirst du ja nicht platt kriegen damit. Na, wenn du ihn gut gelevelt hast, schon. Ich meine, es... Psycho macht schon gut was gegen... Nö. Wie kommst denn du? Wer hat denn dir das erzählt? Das Geist gut gegen Psycho ist? Dass Psycho super effektiv gegen Geist ist. Ja, ich dachte, das ist so. Nee. Ist es nicht. Psycho ist super effektiv gegen Kampf, gegen Gift. Okay, ja, das ist das Problem. Princess ist nämlich Geist-Gift. Ach, Gift, ja. Gegen Gift, ja. Ja, das ist richtig. Eben. Aber. Deswegen habe ich das wahrscheinlich so assoziiert, weil ja die Nebulak Evolution Line ist ja tatsächlich die einzige Geist Evolution Line in ja.
Aber hat auch Gift, ja? Hat auch Gift. Also du hast in... Sehr gut. In Gen 1 hast du nicht ein einziges Viech, was ein reiner Geist ist. Ja. Aber Geist ist auch super effektiv gegen Psycho. Sie wird auf jeden Fall die Abra-Line haben. Ja, im Simsala hatte sie, glaube ich, ja. Aber die ganzen Psycho-Pokémon, die waren alle pur Psycho gewesen, ne? Weiß ich nicht mehr. So, ja. Schiedsrichter. So. Muss mal gucken, wie stehe ich da? Waren alle pur Psycho. Weiter. Ach, hier kriege ich aber ein Viech, guck mal. Ja, ja. Eben. Stimmt. Das ist eine schöner Übergang. Krass, Aff. Du kannst ja schon mal überlegen, wen du willst. Ja. Den Klopper oder den Kicker? Das kannst du dir noch bis zur nächsten Folge überlegen. Ja, ich dachte mir schon fast, dass das jetzt kommt. Wir haben ja noch ein paar Trainer und wir sagen, machen wir hier einen Cut. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Wir wissen nicht, was wir tun, und wir machen es trotzdem. Bis dann!